I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay to drift away. I fill my space, I spend my time. Down the rabbit hole again, and as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. Ja, ich bin hier in Wolpertsheim. Kurzes Video noch. Ich gehe jetzt zu meinem Traktor, der steht da vorne. Das ist jetzt der fünfte Tag, den ich hier bin, mit allen Bauunternehmern und Bauern, die hier wirklich Erstaunliches leisten. Ganz besonders hier zum Beispiel ist einer aus Heinsberg gekommen. Der hat den Traktor vom Händler gestellt gekriegt, Brechtheiden, ist der Aufkleber, damit er dann hier mit dem Traktor arbeiten kann. Und das ist eine neue Maschine. Also es gibt ganz viele neue Maschinen, die von den Händlern einfach gestellt werden. Der war auch nagelneu, ne? Ja. Und 0 Stunden drauf. Und wird einfach von den Händlern gestellt, damit wir hier arbeiten können. Das sind die idealen Maschinen, um hier wirklich alles aus den Seitengassen rauszuziehen. Die kleinen, ich hatte gestern mehrere Aufrufe gemacht, dass wirklich solche Stallmaschinen hier hinkommen. Der kann schön greifen und quetschen und hier den Sperrmüll rausziehen aus den ganzen Gassen, wo wir nicht reinfahren können. Also das läuft alles mega perfekt und es ist unglaublich, wie viele Leute hier helfen. Und die Jungs können mit den Maschinen umgehen, das ist ganz wichtig, weil man muss wissen, wie man damit fährt. Durch diesen schmalen Radstand kippen die schnell um, wenn man jetzt einlenkt und die Kurve fährt oder durch einen Hügel fährt. Also es ist einfach super und ja, ich weiß gar nicht, die Uhrzeit, 7:30 oder so. Und hier ist schon richtig was los. Wir sind ja hier nur an einer kleinen Stelle. Der ganze Platz hier war 3 Meter hoch mit Autos, mit Holz. Ihr seht, wie der Wasserstand hier war, an der Kirche zum Beispiel. Es ist wirklich richtig übel, was hier gefunden wurde. Wie gesagt, hier war alles zugeschwemmt, alles voll mit Autos. Auch die ganzen Straßen hier. Da kommt wieder ein Unternehmer, der was gebracht hat. Das ist hier ein Zusammenhalt und eine Zusammenarbeit. Das ist einfach gigantisch. Ganz viele Fachleute aus ihren Bereichen, die wirklich hier Erstaunliches leisten. Und das alles aus purer Hilfskraft heraus, aus dem Gedanken heraus, den Leuten hier möglichst schnell zu helfen, dass die zu ihren Häusern kommen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich einmalig, glaube ich, was hier gerade passiert. Alles Bauern, Bauunternehmer, Forstwirte, Gartenlandschaftsbauer, Lohnunternehmer, die man hier sieht. Schon seit 5 Tagen, wie gesagt, bin ich hier und das sind die Jungs, die hier alles aufräumen. Heute kommen wohl Feldjäger, die hat mich gestern angesprochen, ob ich die hier dann sozusagen einweisen kann, was zu tun ist und so weiter. Und es wird auf jeden Fall hier richtig was bewegt. Muss auch so sein, weil es ist einfach Wahnsinn. Hier sind zigtausend Tonnen Bauschutt und so weiter, was wir hier schon rausgefahren haben. Falling out.
up, I'm falling down from the sky and from the ground. Up and down, just like before.